Oh mein Gott, Leute, heute wird es geisteskrank. Ihr habt es schon richtig gesehen. Wir werden heute einfach mal 7 Wege ausprobieren, um Diamanten zu klauen. Und ihr seht schon da unten, schaut mal. Da ist einfach so irgendwie so ein anderer Spieler. Und der hat da so ein kleines Haus. Der läuft da auch unten gerade. Schaut mal. Der, ich weiß nicht, was er da macht. Das sieht aus wie der größte Noob. Der hat auf jeden Fall da so ein kleines Haus sich da gebaut. Und ja, der haust ja auf jeden Fall. Und ich habe auf jeden Fall vorhin gesehen, wie der heimlich Diamanten mit reingenommen hat. Und der hat irgendwo in seinem Haus Diamanten gelagert. Und die werden wir jetzt versuchen, gemeinsam zu klauen. Ich habe so eine Kiste hier vorbereitet. Und ihr seht, wir haben da einige coole Dinge auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr Bock aufs Video habt, lasst jetzt sehr, sehr gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, wir fangen auch direkt an. Weil wir müssen erstmal darauf warten, dass er das Haus verlässt. Damit wir das Haus erstmal mit Videokameras ausstatten können. Damit wir auch immer sehen, wo er sich gerade aufhält. Und ich glaube, er läuft gerade vom Haus weg. Das ist sehr gut. Das heißt, ich schnappe mir jetzt hier schon mal meine Monitore und meine Kameras und beeile mich jetzt mal, denn solange der weg ist, nutzen wir die Chance und gehen mal schnell in sein Haus rein und platzieren da schon mal Kameras. So, ich weiß nicht, keine Ahnung, wo der hin ist, Leute. Aber ich würde sagen, wir platzieren einfach mal hier oben eine Kamera und dann würde ich sagen, machen wir vielleicht mal an die Rückseite des Hauses vielleicht noch eine. Dass wir da vielleicht auch immer alles schön abchecken. Hier oben machen wir auch noch eine hin. Müssen uns beeilen, bevor der wiederkommt. Wir müssen da, der hat doch so eine komische, ja, Eisentür. Ah, ich weiß, wie sollen wir wirklich hier reingehen, Leute? Der ist gerade da hinten. Schaut mal, habt ihr ihn gerade gesehen? Der baut da hinten gerade Holz ab. Okay, komm. Wir gehen schnell rein. Hier, Kamera platzieren. So, jetzt müssen wir die anderen noch verbinden. Zack, die ist verbunden auf jeden Fall. Die ist auch verbunden. Und dann gehen wir auch ganz schnell hier wieder weg, falls er gleich wiederkommt. Dann haben wir hier die Kameras. Und dann können wir auf jeden Fall auch hören, was er so sagt und so. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, dann laufen wir erstmal wieder schnell zurück auf den Berg und warten jetzt darauf, dass er zurückkommt. Und dann können wir auf jeden Fall in die Kameras reinschauen und sehen immer, was er gerade macht. Und können auch im Haus in Ruhe alles ausspionieren, wo vielleicht eine Kiste ist, wo alles versteckt sein könnte. Der kommt, glaube ich, jetzt auch schon wieder ein bisschen näher ans Haus ran. Ich verstecke mich jetzt hier mal schon so langsam wieder. Okay, der kommt jetzt gelaufen, Leute. Ich gucke schnell in die Kamera rein. So, Leute, erstmal hier schöne Diamanten. Let's go. Schaut euch das mal an. 43 Stück habe ich. Richtig, richtig nice. Aber ich darf keiner sehen. Ganz, ganz wichtig. So, wir gehen mal kurz in die Basis hier rein. Ich muss auch ein ganz, ganz... Leute, habt ihr das gerade gehört? Der hat einfach schon wieder neue Diamanten gefunden. Wie geht das denn? Nee, nee, nee. Wir gucken jetzt mal ins Haus rein mit der Kamera. Ich glaube, hier unten, das ist doch ein ganz gutes Versteck. Ich glaube, wenn ich die... Ja, hier rein, ich weiß ja nicht, ne? Ich meine, man kommt ins Haus rein und sofort da so Dias. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen zu auffällig. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal die Kiste ab, würde ich sagen. Und dann platzieren wir sie einfach mal unten. So, Leute, ich bin jetzt aus der Kameraansicht raus. Also, ihr habt gesehen, er will seine Diamanten jetzt anscheinend irgendwie im Keller verstecken. Boah, was machen wir da am besten, Leute? Wenn er die im Keller versteckt, könnten wir halt zu einer, ja, ich sag mal, ganz Oldschool-Variante zurückgreifen. Und zwar nehme ich hier Trichter, Leute. Und dann, ja, grabe ich mich einfach noch tiefer unter seine Höhle, platziere da so Trichter und alle Sachen, die er dann reinmacht, gehen dann einfach in meinen Trichter, du rupst und runter in meine Truhe. Das wäre geisteskrank. Ich würde sagen, das probieren wir auch direkt mal aus. Ich muss jetzt nur auf die nächste Gelegenheit warten, bis er das Haus verlässt und das hat er, glaube ich, auch schon getan, Leute. Ich gehe nochmal auf die hintere Kamera und da sehe ich, glaube ich, auch ein bisschen was. Wir sind jetzt an der Hinterhauskamera. Vielleicht läuft er ja gleich hier vorbei. Dann sehen wir auf jeden Fall, wo er langläuft. Guck mal, Leute, der läuft da. Wo läuft der lang? Leute, der läuft weg. Okay, das ist unsere Chance jetzt, Leute. Das ist unsere Chance, okay. Ich muss mich jetzt hier ganz schnell ausrüsten mit meinen Trichtern. Ja gut, ich würde sagen, Leute, ich habe mich jetzt hier kurz ausgerüstet. Wir laufen jetzt einfach mal schnell runter, solange der weg ist. Okay, ich gehe jetzt nicht einfach rein, das wäre zu auffällig. Aber der soll ja seine Kiste irgendwie angeblich hier unten versteckt haben, irgendwo unter der Erde. Das heißt, ich mache mal ganz kurz noch eine Schaufel. Also die Kiste stand ja vorher, glaube ich, genau da. Ich würde sagen, ich hau nochmal in die Kamera rein, Leute. Da müssten wir eigentlich... Ah, schaut mal, Leute. Die Kiste stand vorher da. Die hat er weggemacht. Und er hat die jetzt, glaube ich, da in das Loch reingemacht. Wir müssen uns ungefähr bei der Mitte nach unten graben. Das heißt, die Mitte ist ungefähr hier. Wir graben uns jetzt einfach mal jetzt hier nach unten, Leute. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht da jetzt unten irgendwo die Kiste finden. Also, Leute, ihr seht, hier ist Holz. Also, hier muss wahrscheinlich die Kiste sein. Ich mache jetzt hier mal eine Fackel hin. Ich baue das jetzt mal ab. Also, hier muss ja logischerweise jetzt irgendwo die... Oha! Leute, wir können uns jetzt... Oh, alle Sachen, die er da jetzt reinmacht gleich, können wir uns einfach abzapfen. Passt mal auf, wir machen jetzt hier einfach mal so einen Hopper ran. So, genau. Achtung, schaut, Leute. Zack. So,
Jetzt machen wir hier die Kiste hin. Und Leute, wenn wir jetzt hier nichts falsch gemacht haben. Guckt euch das an, Leute. Wir zapfen uns die ganzen Diamanten ab. 27 Diamanten haben wir uns gerade gesnackt. Oh mein Gott. Ey, ich hoffe, er merkt es nicht, Leute. Oh mein Gott, Leute, ihr müsst schnell hier raus wieder. Hier Fackel ab. Oh mein Gott, wir haben uns einfach seine ersten Diamanten geklaut. Leute, wenn er das rausfindet, der wird richtig sauer bestimmt. Lass schnell wieder hoch zu unserem Berg. Da gucken wir gleich mal die Kamera rein. Ich bin sehr gespannt, wie der Typ gleich reagieren wird, wenn er merkt, seine ganzen Diamanten sind weg. Wir müssen wieder zurück zu unserem Spot auf dem Berg. Und dann würde ich sagen, dann warten wir einfach gleich mal ab, bis der Kollege wiederkommt. Dann schauen wir mal, wie er drauf reagieren wird. Okay, ich warte jetzt mal hier oben einfach. Der müsste ja eigentlich dann bald wiederkommen, oder Leute? Ich würde sagen, wir machen erst mit den Diamanten jetzt hier schnell rein. Dann gehen wir hier einmal in die Frontkamera. Und dann schauen wir mal, ob sich da irgendwas tut. Bisher sieht ja aber alles ganz gut aus. Schau mal da! Es gibt auch nichts Schöneres als neue schmackhafte Diamanten. Ich pack sie mal lieber weg, weil, Leute, ich sag euch so, wie es ist. Hier bei so einem wunderschönen Haus, da ist die Einbrecherrate hoch. Aber ich bin ja nicht ohne Grund mit den allerbesten Eisentüren ausgestattet. Da kommt mir keiner so leicht hier herein. So, Leute, ich würde mich am liebsten sofort ins Bett hauen. Ich denke mir, das habe ich auf jeden Fall verdient. Nur nachdem ich fleißig in der Mine unterwegs war. Ich meine, Leute, wie gesagt, schaut euch das mal an. Alter Schwede. Junge, sind das viele Diamantos. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich Hammer. Aber gehen wir natürlich wieder mit und ich packe sie auch am besten sofort in mein Versteck rein. Mal kurz gucken, ob da nicht noch einer durch die Tür schaut. Aber sieht soweit bestens aus. So, Freunde, jetzt aufpassen, ne? Aufpassen. Hä? Hä? Ich bin mir doch sicher, ich habe da doch hundertprozentig Diamanten reingetan. Wo sind die hin? Bin ich lost? War das woanders? Oh mein Gott, Leute, ich bin raus aus der Kamera. Hey, der Arme ist richtig verzweifelt. Der fragt sich gerade, wo seine Diamanten sind. Und wir haben die einfach abgezapft. Also Leute, also wenn er jetzt richtig dumm ist, macht er jetzt gleich nochmal neue Diamanten da rein. Und dann können wir uns die direkt einfach wieder snacken. So, ich würde sagen, wir schauen nochmal die Kamera rein. Ah, ich weiß ja nicht. Das sieht irgendwie... was ist das denn? Guck mal, Diamanten. Ein Diamant rein, ein Diamant. Hä? Hey! Was ist das denn? Die werden einfach abgezapft oder so. Was ist das denn? Schieß mal an. Guck mal, die verschwinden einfach. Digga! Nee, never ever packe ich da nochmal Diamanten rein. Nee. So dumm bin ich doch nicht. Ich gehe mal ganz kurz raus, dass hier irgendwie mit der Nähe ist, ne? Wir gehen jetzt hier nochmal rein, das Loch. Ich nehme mal meine Kiste wieder mit. So. Moment mal ganz kurz. Das ist doch ein Hopper! Das ist ein Hopper! Ja, nee, Kollege, nicht mit mir. Ich werde das jetzt woanders verstecken, Leute. Ich habe jetzt hier, ich glaube, hier im Kamin. Ich meine, man sieht das, also wenn man so reinkommt. Gehen wir, warum ich nochmal kurz einen Block hoch. Wenn ich das hier so platziere, ich nehme einfach mal diese Treppe hier und baue sie unten drunter. Das müsste doch sicher sein. Ich meine, ja, Leute, das ist gut. Das ist definitiv gut. Das ist der Weg zum Erfolg, dass mir nicht nochmal diese Diamanten geklaut werden. Ich würde aber sagen, 48 Diamanten habe ich ja noch. Stimmt, die muss ich am besten noch dort rein tun. Ich werde wahrscheinlich die Zwischenzeit nochmal nutzen, um dann hier neue Diamanten zu finden, weil zum Stack fehlen es knapp 16 Diamanten. Geh einfach mal wieder in meine Mine. Ich habe ja meine ganz bestimmten Orte, wo ich eh Diamanten finden kann. Leute, let's go. Ab geht's dahin. Okay, Leute. Ich bin jetzt hier aus der Kamera rausgegangen. Habt ihr das auch in der Kamera gesehen? Er hat irgendwie das im Kamin versteckt und irgendwie unten zugebaut. Ihr seht ja immer da einmal so ranzoomen. Also ihr seht, Leute, ich glaube, ich muss mir da mal meine Brille hier aufsetzen. So, zack. So, genau. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz genau schaue, dann seht ihr da so einen Kamin oben. Da kommt auch so Nebel raus. Wie kommen wir da jetzt am besten unauffällig hin? Leute, ich habe da eine richtig gute Idee. Und zwar habe ich ja hier so ein Chatpack. Den setze ich mir jetzt mal auf, Leute. Jetzt habe ich einfach so ein Chatpack hinten drauf. Schaut euch das mal an. Jetzt müssen wir nur noch aktivieren. So, Engine aktiviert. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir einfach direkt in den Kamin von oben rein und klauen uns die ganzen Diamanten. Achtung und... Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Okay, wir fliegen. Okay. Wir müssen direkt in den Kamin rein. Und wir sind drin, Leute. 48 Diamanten, die nehmen wir uns alle raus. Zack, und jetzt schnell wieder weg, Leute. Oh mein Gott, Leute, wir sind da. Wir haben es geschafft und wir haben alle Diamanten geklaut. Oh mein Gott, der Arme tut mir so leid. Ich würde sagen, gehen jetzt mal in die Kamera rein. Und ich bin sehr gespannt, wie der jetzt reagieren wird, wenn er gleich schaut, wo seine Diamanten sind und die wieder weg sind. Ich würde sagen, wir gehen erstmal jetzt hier wieder in die Frontkamera rein hier. Ja, dann schauen wir mal. Bisher tut sich hier, glaube ich, nichts. Aber der müsste eigentlich jeden Moment wiederkommen, Leute. Ah, Leute, die Jagd nach Diamanten lief nicht wie geplant.
22 Stück habe ich, aber ganz ehrlich, besser als nichts, ne? Ich meine, einige träumen von 22 Diamanten. Bei mir ist es sehr, sehr schlechte Ausbeute, aber gut, so ist es halt manchmal. Okay, ab geht's jetzt hier nach Hause. So, gut, ich habe jetzt hier mein wunderschönes neues Versteck. Hier das Versteck ist, wie gesagt, Müll. Da hat mir jemand mit dem komischen Hopper einfach mal meine Diamanten abgezapft, ey, unfassbar. Aber das, liebe Freunde, das springt wirklich alles. So, also einmal rein damit, zack, so. Hä? Was ist mit meinen Diamanten passiert? Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ey, da waren hundertprozentig nochmal so 50 Diamanten drin. Alle weg. Irgendjemand spioniert mich aus. Aber wo kann ich die Diamanten noch hinpacken? Aber Leute, wisst ihr was? Ich bin mittlerweile ein bisschen skeptisch geworden. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass mein Haus nicht mehr ganz sicher ist. Ich meine, Leute, da wurde jetzt schon mehrere Male eingebrochen. Deswegen glaube ich, ist die beste Version einfach mal, ja, die Kiste unter die Erde zu packen. Bin mir sehr sicher, Leute. Ganz ehrlich, wer gräbt unter Erde? Aber nicht im Haus, ne? Ganz wichtig, nicht im Haus, sondern außen. So, hier nochmal runter. Zack. So, hier auch nochmal. Zack. Also ganz ehrlich, hier. Wer soll da denn vorbeischauen? So, das heißt, jetzt hier ein bisschen Platz. Zack. 22 Diamanten rein. Und dann geht es hier wieder für mich nach oben. So, ich muss mir das so irgendwie markieren. Ich weiß jetzt nicht wie. Wobei, mit dieser Sonnenblume. Genau, zack. Mit der Sonnenblume markiere ich mir das. Sollte nicht auffallen. Okay, aber jetzt gehe ich nochmal auf Diamant hier. Weil fehlen mir auf jeden Fall einige Diamanten. Ich will auf jeden Fall noch in meinem Diamantenlager ein paar Diamanten haben, was aktuell überhaupt nicht der Fall ist. Okay, Leute, also er hat die jetzt anscheinend irgendwo unter der Erde verbuddelt. Ich glaube, da wird es Zeit für unsere Geheimwaffe und zwar für unsere Portalgun. Ihr habt richtig gesehen, Leute. Und dann machst du den nächsten Diamanten hier in die Kiste rein. Und wir haben jetzt hier so eine Portalgun. Und mit dieser Portalgun können wir extrem krasse Dinge machen. Ich würde sagen, wir setzen erstmal das Chatpack wieder ab, weil das bringt uns erstmal jetzt nichts hier. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die Portalgun und machen uns einfach mal hier zum Portal rein. Zack, genau. Und jetzt müssen wir einfach nur runter dieser unterirdischen Höhle und da von oben einmal quasi drauf visieren. Und dann können wir da ein kleines Portal reinbeamen. Und dann können wir einfach von oben direkt in diesen Geheimraum rein und alle Diamanten einfach rausklauen. Okay, ich würde sagen, ich beeile mich jetzt. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er das hier mit der Blume markiert. Das heißt, wir zoomen jetzt hier einmal ran und ich würde sagen, wir rennen jetzt mal schnell nach oben und schauen mal, ob das Ganze funktioniert hat, Leute. Ansonsten, ich habe das Bug gerade ein bisschen rum mit meinem Shader. Ich würde sagen, ich musste mal ganz für meinen Shader ganz kurz ausmachen, Leute. Okay, sehr gut. Und jetzt schauen wir mal und, oh mein Gott, das Portal hat sich geöffnet. Schaut mal, Leute. Es hat funktioniert. Schaut mal, Leute. Seht ihr das? Da ist jetzt einfach die Kiste. Wir sind jetzt einfach hier reingegangen. Und jetzt können wir uns ja alle Diamanten einfach rausnehmen. Richtig cool. Und jetzt gehen wir hier einfach schnell wieder raus. Und jetzt haben wir einfach die ganzen Diamanten hier rausgenommen. So, das Portal schnell wieder schließen. Okay, sehr geil. Und jetzt haben wir einfach richtig undercover die ganzen Diamanten geklaut, Leute. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was er dazu sagen wird. Würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die Kamera rein. Ich bin sehr gespannt, wie hier der kleine Noob gleich drauf reagieren wird, wenn wir alle seine Diamanten wieder wechseln. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal drauf, bis er wiederkommt und dann schauen wir mal. Leute, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nicht mehr so gute Diamanten. Also man merkt auf jeden Fall, langsam lassen die Diamanten nach, gerade hier in der Umgebung. Vielleicht muss ich mich mal wieder ein bisschen weiter begeben. Aber ich würde sagen, ich packe das erstmal ganz kurz hier rein. So, wir haben jetzt hier diese Sonnenblume platziert. So, und einmal runtergraben. Und zack, so, dann schön die Diamanten hier rein tun, wie immer. Oh nein, oh nein, 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 wo sind die Diamanten hin? Das kann doch nicht wahr sein, schon wieder habe ich die Diamanten verloren. Leute, ich werde so langsam verrückt, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde doch hier irgendwie ausspioniert. Es kann doch nicht normal sein, dass ich hier immer wieder meine Diamanten geklaut bekomme. Wo steckt der? Wo steckst du? Ey, hallo, ist da jemand? Ey, hallo, ey. Klar, dass da jetzt keiner antwortet, ne? Komm raus, du Schisser! Wenn du dich traust! Unfassbar. Unfassbar. Egal. Oh, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Unterm Baum vielleicht? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe doch schon alles ausprobiert. Okay, Leute, ich habe jetzt den Plan. Ich habe den Plan schlechthin. Und zwar, ganz ehrlich, Tiere. Ich komme mal nicht mal rein. Ich habe hier nicht mal ein Zauntor hingemacht. Ich mache jetzt hier Folgendes hin, Freunde. Mal ganz kurz umschauen. Nicht, dass mich jemand beobachtet. Da, wo jetzt die Kuh steht. Kuh, gehen wir mal bitte zur Seite. Da kommt jetzt nämlich ein Heuballen hin. So.
So, ich mache die Mine nochmal ganz kurz hier zu. Zack. Ich denke mal, so passt ganz gut. Und jetzt kommt einfach mal ein Heuballen hier drüber. So. Ich muss natürlich immer noch drauf zugreifen können. So, perfekt, Freunde. Genau, Diamanten. Diamanten kommen da, wie gesagt, dann auch herein. Und jetzt kommt dann hier der Heuballen. So. Okay, Leute. Also, er hat die Diamanten jetzt also anscheinend einfach da unten im Gehege versteckt. Boah, wie mache ich das jetzt? Wie soll ich da unauffällig dahin laufen? Das Ding ist, wenn ich ja jetzt normal dahin gehe, dann fällt es den Tieren ja auf und die Kühe oder so machen irgendwelche lauten Geräusche oder die bemerken das ja auch, wenn da Fremde kommen. Ich glaube, ich muss einfach eins machen. Ich glaube, ich muss einfach selber zu einem Schwein oder zu einer Kuh werden. Dann fällt das Ganze nicht auf. Ich würde sagen, Leute, ich mache jetzt dreimal Simsalabim und dann verwandle ich mich einfach in ein Schwein oder so. Und und jetzt seht ihr schon, jetzt sind wir einfach ein Schwein, Leute. Und jetzt laufen wir einfach als Schwein mal da runter und versuchen uns da heimlich ins Gehege reinzumogeln. Ihr seht schon, wir sind jetzt einfach ein Schwein, Leute. Guckt euch das an. Okay, wir laufen jetzt hier einfach mal als Schwein da rein. Jetzt müssen wir noch irgendwie gucken, wie wir da am besten reinkommen, Leute. Ah, Leute, ich hab voll vergessen, dass ich noch die Tiere füttern muss. Oh mein Gott. Bevor ich da jetzt hingehe, muss ich die Tiere nochmal ganz schnell füttern. So, da sind doch alle Tiere da. Einmal genau dich wollte ich hier füttern. Aber hier scheinen wohl alle gefüttert zu sein, wenn ich mich täusche. War das Schweinchen hier drin? Komm, ich lasse mein ganzes Tier auch noch herein, das Schweinchen. So, ich meine das Schweinchen. Was war hier auch noch drin, ne? Ist, glaube ich, geflüchtet. So, perfekt geht's hier auch rein. Doch perfekt geklappt. Nein, Schweinchen, du flüchtest nicht. Ey, Schweinchen! Schweinchen! Was soll das denn? Ey, stehen bleiben! Schweini, geh weg, nein, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Ey, die ganzen Tiere flüchten hier. Alle rein da. Ja, aber wo ist denn der Zaun jetzt hin? Ich hatte doch hier einen Zaun. Oh Gott, ich mach's einfach zu, Leute, bevor ihr noch mehr flüchten. Ach komm, egal, passt schon so. Oh mein Gott, Leute, das lief ja wie am Riemchen. Er hat uns einfach reingelassen. Jetzt sind wir hier einfach direkt drin. Jetzt müssen wir uns nur noch zurückverwandeln. Achtung. Und da bin ich, meine Freunde. Jetzt sind wir hier einfach drin. Jetzt müssen wir hier schauen. Und das sind unsere Diamanten. Oh mein Gott. Jetzt machen wir auch schnell auf unauffällig. Natürlich hier wieder das drauf. Und dann brechen wir hier einfach schnell aus. Und laufen wieder schnell nach oben, Leute. Oh mein Gott, das lief wirklich perfekt. Also besser hätte es nicht laufen können, Leute. Und jetzt haben wir einfach wieder die Diamanten geklaut. Ich glaub's nicht, Leute. Also langsam tut er mir echt ein bisschen leid, Mann. Oh mein Gott, wie er darauf jetzt wohl noch reagieren wird. Leute, tatsächlich habe ich hier keinen einzigen Diamanten gefunden. Das Einzige, was ich hier noch so habe, ist so ein Hühnchenei. Ob das sonst was bringt, ich weiß ja nicht. Aber ich würde sagen, ich bringe das Hühnchenei einfach mal nochmal zurück und check auch nochmal, ob die Diamanten da sind. Oh, sogar alle Tiere sind geflüchtet. Hä? Das Schwein. Oh, die Kuh. Ach Mann, Leute, ey. Es läuft gar nichts wie am Schnürchen. Egal, zumindest meine... Leute, ich hab keinen Bock mehr. Was ist das denn? Wo sind denn hier schon wieder meine Diamanten hin? Ey, ganz ehrlich, ich kann die Diamanten doch einfach jetzt hier hinstellen. Es bringt doch alles nichts. Alles. Immer werden meine Diamanten geklaut. Egal, was ich mache. Ach, Leute, ob ich mir überhaupt die Mühe machen soll. Ich weiß echt nicht mehr, wohin ich die packen soll. Oh Mann, ey. So lange dafür gefarmt. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich hab echt alles versucht. Ich hab selbst keine Ahnung mehr. Ich hab ja gar keine Diamanten mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich habe hier doch noch hinten ein paar Diamanten versteckt in der Höhle. Die hole ich mal ganz kurz. Also wenn das jemand wüsste, der würde mich sofort, der würde mich sofort auslachen, dass ich die da versteckt habe. Aber komischerweise findet sie hier keiner. Vielleicht sollte ich sie sonst nicht mehr zu Hause verstecken, sondern dort hinten gleich. Okay, Leute, also folgendes. Wir gehen jetzt hier nach Hause und ich packe sie einfach mal in den Ofen rein. So, zack, hier herein damit. Ich denke mal, jetzt sollte es passen. Jetzt soll es passen. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und besorg jetzt mal neue Diamanten. Also er sollte irgendwie im Ofen versteckt haben. Keine Ahnung, wie ich da jetzt rankommen soll. Aber ich habe da eine richtig geile Idee. Was haltet ihr davon, wenn ich mich jetzt einfach mal so schrumpfe, so richtig klein mache und mich dann in den Ofen reinbaue und von da dann die Diamanten einfach klaue? Das wäre ja richtig krass. Ich habe mir jetzt hier so ein spezielles Tool geholt, Leute. Jetzt laufen wir mal schnell hier zum Haus. Und jetzt würde ich sagen, Leute, jetzt schrumpfen wir uns einfach mal ganz kurz. Achtung, Moment. Ich laufe jetzt kurz zur Seite. Und jetzt würde ich sagen, Leute, schrumpfen wir uns einfach mal. Zack. Und jetzt seht ihr schon, jetzt sind wir richtig klein, Leute.
So, ihr seht, ich bin jetzt winzig, Leute. Wir sagen, wir bauen jetzt einfach mal hier so einen kleinen Gang jetzt hier rein. Ihr seht es. Hier einfach, zack, hier, zack. Bauen wir uns einfach hier jetzt hier durch so einen Holzstamm durch und graben uns dann einfach direkt in den Ofen rein und klauen dann von da die Diamanten. Ich muss jetzt nur irgendwie gucken, dass ich jetzt irgendwie hier durchkomme. Okay, wir graben uns immer weiter und weiter und weiter. Wir müssen eigentlich endlich irgendwann mal drin sein. Okay, jetzt sind wir hier am Stein angekommen, Leute. Jetzt müssen wir uns nur durch den Stein durchgraben. Hier, komm schon. Wir müssen es gleich geschafft haben. Ja, komm schon. Wir müssen gleich durch sein. Okay, Leute, wir müssen es jetzt eigentlich jetzt hier jetzt nur noch gerade nach drüben graben. Und dann müssen wir direkt im Haus drin sein. Und schaut euch das an, Leute. Wir sind einfach jetzt hier im Haus. Und jetzt müssen wir hier in den Ofen rein irgendwie. Okay, warte mal. Okay, Leute, jetzt müssen wir uns irgendwie hier hochbauen. Das heißt, ich baue mir jetzt hier so eine Mini-Treppe. Und dann können wir uns einfach oben die Diamanten rausklauen. Warte, zack. So, komm schon. Wir müssen oben irgendwie in den Ofen reinkommen. Das heißt, ich baue mir jetzt hier so eine Mini-Treppe. Zack, im Moment oben angekommen sein. So, komm. Ich baue mich jetzt hier einfach auf so Mini-Blöcken nach oben, Leute. Schaut euch das an. Zack. Okay, jetzt hier drüber. Zack. Okay, jetzt müssen wir eigentlich... Ja! Let's go, Leute! Wir haben die letzten Diamanten. Wir haben die... Oh mein Gott. Jetzt schnell raus. Schnell raus, Leute. Kommt schon. Und jetzt einfach nur noch schnell hier raus, Leute. Ich gehe jetzt ganz schnell hier raus wieder. Und schaut euch das an, Leute. Jetzt müssen wir uns nur wieder groß machen. Zack. Und jetzt schnell weg, Leute. Wir haben einfach die nächsten Diamanten. Let's go. Ich bin sehr gespannt, wie der gleich drauf reagieren wird, weil er wird sich auch fragen. Hä? Wie kann er jetzt schon wieder meine Diamanten geklaut haben? Oh mein Gott, der arme Leute. Okay, Leute, ich hab nochmal wirklich, das waren die allerletzten Diamanten. Also mehr finde ich jetzt wahrscheinlich echt nicht. Was ist das denn? Hä? Hä? Was ist das denn? Junge! Das sieht ja aus, als wäre hier eine Ameise reingekommen. WTF, Ameisen? Und was ist das denn für eine komische Spur? Lol. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Was ist das denn? Sind hier Kakerlaken reingekommen? Meine Diamanten sind natürlich auch wieder weg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was denn auch sonst? Ey, Leute, ich krieg zu viel. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich weiß auch echt nicht mehr, was ich hier noch machen soll. Wisst ihr was, Leute? Ich hab's leid. Ich bin's wirklich leid. Ich mach jetzt einfach unter meinem Bett. Es bringt eh nichts. Ich kann eigentlich eine Kiste aufstellen. Ich kann die eigentlich draußen aufstellen. Ist doch egal. Komm, machen wir hier. Also ganz ehrlich, jetzt würde es mich nicht mal wundern, wenn es jemand findet. Aber davor die Male, ich habe echt den Glauben verloren. Ich habe echt den Glauben verloren, wie man immer wieder hier reinkommen kann. Ich glaube, ich bin einfach zu nett, was Diamanten angeht. Okay, Leute, er geht jetzt gerade wieder weg. Schaut sie das an. Okay, ich habe jetzt eine neue Idee. Wir nehmen jetzt hier unser Gemälde und schaut mal, wie viele Diamanten wir einfach schon haben, Leute. Oh mein Gott. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so ein Gemälde. Und wir werden uns jetzt so eine kleine Geheimtür in sein Haus reinbauen, wo wir dann quasi immer so heimlich rein können. Ich denke, ihr kennt es mit dem Gemälde. Das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Das heißt, ich muss mal schauen. Hat er im Haus, soweit ich weiß, ein Gemälde hier irgendwo? Das heißt, wir bauen es einfach jetzt hier ins Haus rein. Nehmen jetzt hier einmal so Eichenholztüren. Zack, zack. So, genau. Und dann platzieren wir hier einmal, ups, ein Gemälde. So, Moment. Genau so. Und das gleiche machen wir nochmal von außen jetzt, damit sich auch nichts auffällt hier. Zack. So, okay, Leute. Jetzt haben wir hier so ein Gemälde aufgehangen und jetzt können wir hier einfach durchlaufen. Guckt euch das an. Jetzt können wir hier einfach durchlaufen. Also das sollte ihm auf jeden Fall hoffentlich nicht auffallen. Und jetzt sagen wir und let's go. Das sind die nächsten Diamanten, Leute. Sehr, sehr geil. Guckt euch das an. Jetzt schnell hier wieder raus. Ich hoffe, das fällt ihm auf jeden Fall nicht auf. Auf jeden Fall machen wir jetzt auch hier die Tür zu. Und jetzt kann er hier quasi auch nicht mehr durchlaufen. Das heißt, es wird ihm auf jeden Fall auch nicht mehr auffallen, dass da ein geheimer Gang ist. Das heißt, wir haben einfach die nächsten Diamanten, die wir geklaut haben. Ey, wir sind so ehrenlos, Leute. Also langsam tut er mir echt leid, der Kleine. Eieieiei, was der jetzt für ein Steak wird, wenn er zurückkommt. Und ansonsten, Leute, bevor er jetzt zurückkommt, würde sagen, wir übertreiben jetzt nochmal komplett. Und zwar, und ich würde sagen, wir zum Abschluss, wir müssen jetzt nochmal komplett Hops nehmen. Wir nehmen jetzt hier nochmal eine Redstone-Truhe und ein bisschen TNT. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir doch mal die ganzen Diamanten mit. Und jetzt, passt auf, Leute, wir machen jetzt eine kleine Überraschung für den Typen. Passt auf. Wir gehen jetzt nochmal in sein Haus rein. Mache ich die Tür nochmal auf. Und jetzt müssen wir einmal hier ran. So, einmal hier runterbauen. Zack. So, okay. Dann lass einmal abbauen, Leute. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt habe ich hier eine Redstone-Truhe. Jetzt machen wir hier eine Redstone-Truhe hin. Machen da seine ganzen Diamanten rein. Machen aber dafür jetzt hier unten alles mit TNT vor, Leute. Hier. Alles schön mit TNT zu machen. Hier, zack. So.
Okay, Leute. Und wenn er jetzt wiederkommt und in seine Diamantentruhe reinschauen will, wird einfach sein komplettes Haus in die Luft gesprengt. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Der Arme tut mir schon ein bisschen leid. Aber Leute, das müssen wir jetzt einfach zum Abschluss machen. Ich würde sagen, wir warten jetzt, bis er wiederkommt. Und dann wird es auf jeden Fall einen richtig lauten Knall geben. Oh mein Gott. So, Leute. Ab nach Hause. 9 Diamanten konnte ich trotzdem noch finden. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Also ich werde jetzt auch heute nicht mehr rausgehen. War jetzt oft genug Diamanten suchen. Das reicht echt für heute. Und ich finde auch eh nichts mehr von dem her. Vielleicht nochmal hier ein bisschen Weizen. Na, wobei, nee, Weizen lasse ich jetzt erstmal da an der Stelle. So, würde ich mal sagen, Diamanten ab in die Kiste. Sind wieder geklaut worden, ne? Ja, hä? Warte mal. Warum sind da neue Diamanten? Ey, was? Oh mein Gott, mein Haus. Nein, ich habe doch so lange dran gebaut. Habe ich denn wenigstens noch die... Nicht mal die Diamanten habe ich aus der Kiste bekommen. Nur ein paar. Oh, wenn ich den Typen in die Finger kriege, der kann was erleben. Wirklich, der kann was erleben. Ey, wir bist du, Alter? Du Flitzbiebe. Mach, dass du Land gewinnst, ey. Junge, was ist mit dir? Yeah, meine Diamanten. Du Noob. Das sind meine Diamanten.